Wunderschönen guten Morgen zusammen zum Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich mit Mr. Stereo Trader Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Morgen zum Webinar begrüßen. Ich bin gespannt, was der DAX heute macht, was der Markt macht, wie der Dirk darauf reagieren wird, ob es in seine Richtung läuft, hoffe ich natürlich. Und von daher springen wir direkt zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle. Das Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie das Ganze nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Referent handelt, analysiert oder dergleichen. Ja, denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig. So viel auch zu mir vorweg. Dann würde ich sagen, Dirk, dann darfst du jetzt zaubern. So, jetzt wieder der Standardspruch für Florian. Richtiger ja. Poker, richtiges Bild. Steht FX Flat, Live-Trading zur Markteröffnung. Hört sich schon mal alles gut an. Okay, sieht nicht ganz so falsch aus. So, Moment, Sekunde. Gut, so, dann sage ich an der Stelle auch mal Hallo, Moin und herzlich willkommen zum Live-Trading heute, beziehungsweise zur Markteröffnung erstmal. Und ob es denn ein Live-Trading werden wird oder nicht, das werden wir gleich mal sehen. Ich muss mich hier noch ein bisschen an der Tasse Kaffee festhalten. Ich habe es gerade gesagt, ich bin heute tatsächlich etwas später irgendwie aus dem Bett gefallen. Eigentlich ganz ungewöhnlich. Normalerweise bin ich, das wissen die wenigsten ja, beziehungsweise die meisten nicht. Es wird ja immer gerne irgendwie gesagt, der Dirk, der schläft noch, aber meistens bin ich tatsächlich irgendwie um 6 Uhr am Start. Aber heute hat es irgendwie nicht geklappt nach dem langen Pfingstwochenende. Ich hoffe, ihr hattet auch ein gutes Wochenende und ich hoffe, ich kriege jetzt hier das Panel da rein, ohne natürlich nichts. So, ohne dass es im Bildschirm aufploppt, da war es jetzt leider kurz drin. Ich hoffe, es geht euch gut. Siehst du, hier sind nämlich die Sprüche, der schläft immer noch, der Dirk, ja, von wegen. Das wäre mal schön, wenn das immer so wäre, hätte ich überhaupt nichts dagegen. So, was habt ihr getrieben am Wochenende? Gerne rein damit. Und wenn es irgendwas mit dem Markt zu tun hat, greife ich es auch sehr gerne auf. Und ansonsten, wenn jemand irgendwie eine Idee hat, die von meiner komplett abweicht oder was auch immer, ich freue mich wie immer über Feedback hier im Chat. So, ich gehe mal rüber aufs Hauptbild und gucken uns erstmal die beiden Kollegen hier im Daily und also den DAX und den DAO im Daily dann an. Ihr merkt, das mit der Sprache funktioniert noch nicht so wirklich. Ich habe heute Morgen noch nicht so wahnsinnig viel geredet. Von daher muss ich da erstmal ein bisschen warm laufen und damit ich hier nicht gleich wieder irgendwie einen Hustenanfall kriege oder so oder mich verhaspele. So, also linke Seite DAX, rechte Seite DAO wie immer. Und gucken wir uns die beiden mal an. Also nicht so lange her beim letzten Live-Trading, das war ja gerade erst am Freitag, ja, zu den NFPs, so wahnsinnig viel ist da irgendwie nicht passiert. Eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, weil die NFPs davor waren schon ein bisschen heftiger jedes Mal. Oder zumindest die Auswirkungen danach dann halt eigentlich, war halt doch so ein bisschen deutlicher. Und das ist halt irgendwie dieses Mal ausgeblieben. Ich gucke mal erst auf den DAO, weil der natürlich momentan oder generell für mich ja halt immer so ein bisschen das Zugpferd ist. Für mich ist hier ganz groß eigentlich. Nee, da irgendwie fehlt da unten was, oder? Ne, sieht gut aus. Hier vom Bildschirm habe ich nur gerade geguckt, ob das komplett aufgezoomt ist. Also, was haben wir da? Ich habe ja generell gesagt, von mir aus kann der ruhig noch irgendwie eine Etage tiefer dippen. Hätte eigentlich schon damit gerechnet, dass wir am Freitag eigentlich eher eine Attacke nach oben kriegen. Aber die war dann halt irgendwie wohl nicht. Also wir haben zwar jetzt heute Dienstag, ne, blenden wir den Feiertag mal gedanklich aus. Und die ist halt ausgeblieben. Ne? Also am Donnerstag stehen wir hier halt irgendwie mit einer ziemlich amtlichen Kerze da im Bild. Und dann halt irgendwie gab es halt nur so ein bisschen Gegengeschippel. Und dann ging es doch nicht oben über die rote Zone drüber. Ich hätte halt schon eigentlich gedacht, dass wir ein Stück weiter laufen können. Und ich muss mal hier nochmal kurz meinen Pinsel an den Start bringen. Ich hätte schon gedacht, dass wir ein bisschen weiter laufen können. Nämlich hier so oben in dem Bereich rein, ne? Also ab hier, ne? Dass wir da halt zumindest
dieses Hoch nochmal angehen, also hier dann zumindest in die Nähe kommen und dann halt die nächste rote Zone da an der Stelle anlaufen. Das hat er aber nicht, sondern ist halt einfach nur nochmal ein Stück weit hier in die bestehende, in diese kleine Zone halt hier rein, unterhalb der 33.380 und dann von dort irgendwie auch nochmal runter und dann gestern eben auch nochmal hier punktgenau, so wie ich das sehe. Ich war gestern nicht am Start, aber fast punktgenau die 33, was ist das? 2, 3, 6 und von dort dann halt eben nochmal runter unter die 33.030, die ja wirklich langsam wirklich zu Tode gehandelt ist. Hier auch nochmal an dieses Gap dran, wo wir uns heute jetzt irgendwie daran machen, da halt irgendwie durchzulaufen, beziehungsweise ist er hier zumindest schon mal im Spike. Ja, sieht man ja hier dieses Gap, das ist zwar hier nicht genau eingezeichnet, aber die 32.681 markiert den Anfang eigentlich relativ genau. Ne? So, und da ist er irgendwie gerade dran gelaufen und das ist ja halt auch so generell typisch DAO, also Gaps, wenn sie mal da sind und dann werden die auch natürlich auch gerne gehandelt, beziehungsweise gerne durchgelaufen, in allen möglichen Richtungen abgeprallt, wieder rauf und dann doch wieder nicht. Ne? Das ist eigentlich so relativ typisch für wie die Gaps halt einfach gehandelt werden im DAO. Ja, klar, und gestern war natürlich, schreibt der Lutz halt auch hier gerade zu Recht, es war auch kein Feiertag, ist richtig, aber in Deutschland dann halt eben doch. Und deswegen muss ich den jetzt hier erstmal für mich so ein bisschen gedanklich ausblenden. Für mich sieht es aber so aus, da wir hier jetzt halt nochmal, ne, an der roten Zone da oben abgeprallt sind, hier nochmal mit kleiner Bestätigung von gestern, genau an der Unterseite könnte jetzt eigentlich schon nochmal ein Schub nach unten kommen, müsste aber dann hier durch dieses Gap durch und dann halt eben runter bis zur 32.191. Das wäre so mein Favorit die ganze Zeit ja schon. Wo ich sage, der kann eigentlich, ne, also ab hier oben, wo wir da gestartet sind, habe ich gesagt, der kann ruhig tiefer, als man denkt und beziehungsweise als man zunächst vermuten würde. Deswegen hat mich der Donnerstag eigentlich eher so ein bisschen überrascht, dass da halt so ein Ding da halt im Markt drin steht. Ich hätte eigentlich schon damit gerechnet, dass wir die Reise einmal kurz nach unten machen und dann als Dip eben wieder hochlaufen, eben hier bis zu dem Gap, also ungefähr da, wo wir jetzt gerade stehen. Hat aber irgendwie keine Lust gehabt, das in einem Rutsch zu machen. Und von daher kann das schon sein, dass es jetzt hier heute, das heißt nicht heute Morgen, aber dann halt eben in der zweiten Attacke kommt und dann eben hier runterläuft. Und dann muss man halt mal sehen, wie es da weitergeht. Das ist ja auch natürlich nur die Betrachtung rein zum Daytrading. Das heißt, wie das dann halt langfristiger aussieht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Das wird man halt dann nochmal separat irgendwo sehen müssen. Das werde ich dann halt auch eher im Blog besprechen. Und hier geht es ja eigentlich meistens, nicht immer, aber heute würde ich das halt schon wieder so machen, halt eher darum, nur den Morgen halt irgendwo einzutüten und vielleicht noch irgendwie für den Nachmittag halt herauszufinden, was der Markt da machen könnte. Ne? Das wäre jetzt erstmal mein, also sehr kurzfristiger Ansatz. Das heißt, wir gehen auch gleich dann runter im Bild auf einen anderen Timeframe, nicht in dem Daily, aber den Daily brauche ich halt dann schon immer, um hier so ein bisschen Überblick zu bekommen. Wie denn die Großwetterlage aussieht und was der Markt so vorhat. Und da wäre halt für mich nach wie vor also so ein Szenario, was man sich, glaube ich, halt irgendwie denken könnte. Ich mache das hier mal ein bisschen dicker. Was man sich halt wirklich denken könnte, wäre, dass wir halt zum Beispiel sowas kriegen, ne, nach dieser Bewegung, die ja jetzt schon da war, logischerweise, halt hier eben nochmal so eine Korrektur irgendwo da rein und dann halt kann er gerne nochmal versuchen, mindestens bis dahin zu ziehen, aber dann von mir aus auch gerne hier raus und dann halt da oben an die nächste Hürde halt dran. Also das wäre halt so für mich so das Plausibelste, ne? Weil eben diese Hochs und dieses an der Stelle, dieses Gap, was ja halt erstmal ein Verkäufersegment war, weil das halt eben hier mit dieser Bewegung rausgenommen wurde, darf der halt dann jetzt auch natürlich auch noch einmal hier da rein dippen und um es dann zu bestätigen, müsste es oben raus. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir hier nochmal irgendwo bremsen. Also vorausgesetzt, das hier funktioniert so irgendwie, macht es halt keinen Sinn, dass es hier nochmal bremst, sondern dann muss es natürlich auch als Schwung genommen werden und darf dann eine Etage höher. Also das ist so das, wo ich sage, dass das macht eigentlich irgendwie, würde am meisten Sinn machen vom Bild her. Kann natürlich auch sein, dass, falls wir hier runterkommen, das ist ja auch noch nicht geklärt, dass wir halt da nochmal wegbrechen, aber eigentlich eher wäre eher ungewöhnlich, ne? Weil warum wurde das hier gekauft? Damit es hier dann irgendwie nochmal aufgegeben wird nach dem Motto, ja, haben mal einen Spaß im Markt gemacht und darum geht es ja nicht, sondern es geht ja immer nur darum, gerade für die großen Händler halt die dicken Positionen unterzukriegen
Und das natürlich dann halt auch immer möglichst günstig. Also das wäre halt so ein Bild, wie ich es halt relativ plausibel fände und was ich auch hier eben so ein bisschen versuche einzuzeichnen bzw. einzufangen. So, im DAX sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Also der hat halt hier auch bei der 14.599, das ist alles gerade sehr klein, ich weiß. Ich habe auch hier irgendwie vergessen, Live-Chart drauf zu machen. Ich habe mich hier alles neu gestartet. Da sieht es ein bisschen anders aus. Der hat nämlich hier zum Beispiel diesen Korrekturpunkt hier oben, ja, an dieser grünen Zone halt auch noch nicht beendet. Und da habe ich halt auch schon mal so eine Hilfslinie eingezeichnet, wo die ganze Reise halt eigentlich hingehen könnte. Und der hätte ruhig irgendwie ein Stück höher hier laufen können, also auf die 14.800 der DAX. Und dann von dort eben dann halt nochmal Schwung nehmen und dann nochmal auf der Oberseite versuchen. Aber der ist hier so ein bisschen, naja, ein bisschen, ich will nicht sagen langsamer unterwegs, aber nicht ganz so deutlich im Markt unterwegs, wie es der Dow eigentlich ist. Von daher muss man jetzt auch mal gucken, wie der sich dann jetzt gleich zur Eröffnung dann erhält, der DAX. Ich bin ein bisschen leise, glaube ich, oder? Ah, nee, jetzt, ich habe hier so ein bisschen wenig Pegel, zumindest mal visuell. Also wenn ihr mich nicht versteht, gerne her damit. So, ne, also hier, da hätte, das hatte ich auch hier eingezeichnet an der Stelle. Da könnte der halt ruhig wirklich so, ne, einmal kurz nochmal dahin und dann halt, das war so der Uransatz, aber naja, wollte halt jetzt erstmal nicht. Ich muss ja ganz schnell, Moment, eine Sekunde, muss kurz hier ein Pausebild geben. Ich habe nämlich hier vergessen, was auszuschalten. Das mache ich nämlich mal schnell, beziehungsweise packe mir hier auch mal kurz den Live-Chart drauf, damit ich die Levels auch übertragen kann. So, gucken, hoffentlich geht das jetzt hier auf die Schnelle, aber sieht soweit gut aus. So, nee, da war nämlich hier noch, ich musste gerade mal noch nicht stören einschalten, bevor da irgendwelche Nachrichten aufploppen, die nicht unbedingt irgendwie für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Wäre zwar vielleicht ganz lustig für den einen oder anderen, aber für den Florian dann nicht, der muss dann wieder alles rausschneiden. Nur Florian, Danke. falls er noch da ist. Danke. Naja, das kriege ich ja nachher wieder zu hören. Ja, ich muss mit ihm alles rausschneiden. Ja. Aber ich versuche mich da zusammenzureißen. So. Sehr gut. Gut, so, dann gehen wir mal rüber auf, ne, also das wäre jetzt halt mal so die übergeordnete Betrachtung und ich gehe dann jetzt mal rüber auf den anderen Schirm. Gucken, ob hier alles richtig ist. Ja, und machen dann da an der Stelle mal weiter. So, hier einmal den DAX, wenn man das jetzt mal halt hier auf die kleinen Timeframes, oh, das ist ja gutes Englisch, die kleinen Timeframes dann halt mal runter bricht und dann sieht man halt, das ist so ein bisschen gegenläufig alles. Ne? Also hier auf der linken Seite im M1, der ist irgendwie gerade short unterwegs. Ich habe hier überall mit den Flux mal draufgepackt und dass man das halt eben mal ein bisschen deutlicher dann auch sieht. Hier oben halt auch. Aber ich habe hier irgendwie schon ein bisschen wieder Ladehemmung, sehe ich gerade. Das hatte ich am Freitag irgendwie auch, so ein bisschen Internetstress hier, beziehungsweise Anbindungsstress. So ein bisschen gegenläufig, ne? Der M1 hat irgendwie gerade short unterwegs, der M5 irgendwie seitwärts, der M15 short und der H1 long. So, und das heißt, da kann man sich jetzt dann natürlich so ein bisschen was aussuchen, beziehungsweise besser halt nicht. Einfacher ist natürlich, wenn irgendwie alles in die gleiche Richtung zeigt oder wenn halt irgendwie nur noch einer fehlt, der halt noch in der falschen Richtung unterwegs ist und der dann halt sich auch wieder in die eigentliche Richtung begibt und das macht das Ganze natürlich so ein bisschen einfacher. Und jetzt halt die Frage, bleiben wir jetzt im DAX oder gehen wir jetzt rüber auf den Dow? Wir haben noch 40 Sekunden bis zur Eröffnung. Ich switch mal ganz schnell hier rüber und guck mal, wie es hier aussieht. Also hier haben wir zumindest mal alles rot, also fast alles, bis auf den M2. Das heißt, der könnte eigentlich relativ stressfrei dann halt auch einfach runterlaufen. Ja. Also das heißt, wenn der jetzt in diesen Trends drin bleibt, also M5 Short, M15 Short, H1 Short, der M2 stört hier mal nicht so wirklich, dann könnte der eigentlich auch direkt mit der Eröffnung als Beispiel dann auch einmal kurz runterdippen. Muss man sehen, das kann man vielleicht versuchen. Ne? Also wenn man das machen möchte, bitte nicht nachmachen. Ja, ist ja immer das gleiche Prinzip, bitte nicht nachmachen.
Und nur wenn man die gleiche Idee hat, aber nicht, weil ich irgendwie gesagt habe, ja, der Markt muss jetzt dieses und jenes machen. So, jetzt haben wir die Eröffnung, ne, ein bisschen nach oben. Mal gucken, wie weit das Ding halt wirklich kommt oder ob es halt direkt dran geht, hier irgendwie einen Trend zu knacken. So, der M5 ist nämlich gerade hier auf Long gedreht. Ne, haben wir jetzt hier halt auch dann so ein bisschen gegenläufig die ganze Geschichte. Und aber das heißt ja nicht, dass er halt irgendwie da jetzt auch komplett drin bleibt. Aber ich würde halt hier wirklich, wenn man als Beispiel, also Long, dem Braten traue ich nicht, dafür hängt das alles so ein bisschen zu sehr hier irgendwie noch auf der Unterseite rum, beziehungsweise ist so ein bisschen, man sieht halt schon irgendwo, dass es immer wieder runtergedrückt wird. Kann natürlich trotzdem sein, dass wir irgendwie mal 100 Punkte rauflaufen wieder. Und heißt aber nicht, dass wir unbedingt dann halt von da aus durchs Dach steigen müssen, ne? Sondern eher, dann würde ich, wäre jetzt mein Ansatz, eher dann nochmal auf der Oberseite versuchen, ob man den nicht irgendwo dann auch in die Gegenrichtung dann halt nochmal ein bisschen besser eingefangen kriegt. Aber jetzt dann halt hier, wie ich gerade die Order liegen hatte, unterhalb natürlich jetzt erstmal nicht, ne, weil der M5 jetzt erstmal hier kurz in die falsche Richtung gedreht hat und wir auch gerade erst in den ersten 5 Minuten von der Eröffnung drin sind, zwar jetzt hier im US-Markt, aber da würde ich halt erstmal schon auf die kleineren gucken und dann halt erst mit Ende der 15 Minuten da versuchen, also der ersten Viertelstunde versuchen, in den M15 dann reinzukommen. So, ich gehe mal nochmal zurück auf den DAX. Bei dem sieht es eigentlich gerade so ein bisschen aufgeräumter aus. Long in den kleinen Timeframes bis rauf zum H1. Das heißt, da würde es eigentlich schon eher Sinn machen, zu versuchen, ein paar Punkte weiter nach Norden durchzukommen. Scheitert jetzt hier erstmal, was heißt scheitert, ne? Bremst erstmal nur hier am R2. Das ist der Stunden-Pivot, der ist im DAX eigentlich immer schon recht brauchbar gewesen. Ne, als Zielpunkt, als Umkehrpunkt, wie auch immer. Aber als Umkehrpunkt würde ich den jetzt hier nicht ausmachen, weil wir halt ja nun mal irgendwie hier im Long-Modus drin sind, wenn auch nicht im M15. Dann kann man mal gucken, wie viel Platz der hat. Also der M15, hoppla, das war der falsche Knopf. Der M15, da kommt jemand weg. Der hätte dann halt schon, ne, hier oben bis zur letzten Biege, bis zur 14.634. Hätte also noch locker irgendwie 50 Punkte Platz, also vielleicht nicht locker, aber ne, von der 570 bis darauf, also 50 Punkte kann man da eigentlich schon noch draufpacken. Also ohne, dass es halt eben, beziehungsweise ohne, dass halt auch der M15, der nächstgrößere, dann halt eben kaputt wäre. Das heißt, wenn man das als Beispiel machen will, würde ich hier, könnte man sich wirklich überlegen, ja, ich sage es halt immer wieder, überlegen, nicht nachmachen, hier irgendwo im Rücklauf reinzugehen und hier haben wir halt das Valley Area High, ne? Also hier als Beispiel mit einer Long Order, wir haben hier das Valley Area High und das heißt 70% dessen, was bis heute gehandelt wurde, liegt halt da drin, in diesem Bereich, also bis darunter. Und das wäre jetzt halt hier so der nächst denkbare Punkt zum Aufsetzen, obwohl er nochmal versuchen könnte, eben einen Anlauf nach oben zu starten. Aber wir sind hier immer noch in den ersten 5 Minuten. Das heißt, klar ist da jetzt erstmal noch gar nichts, aber wäre jetzt nicht unmöglich, dass er halt das nochmal versucht, ne? So, also hier haben wir jetzt zumindest mal einen kleinen Abpraller gesehen. Stehen jetzt hier am VAH, also am Value Area High. Und jetzt kommen natürlich dann halt die Verfechter vom EMA 200, mit dem ich ja nicht so Freund bin. Eigentlich ist das immer sehr die Stelle, wo ich lieber gar nichts mache. Und weil der Markt da manchmal so ein bisschen komisch läuft. Aber ich würde dem hier schon so ein bisschen Chance geben, halt, ne? Also auch hier mit einer kleinen Position erstmal. Und dann halt vielleicht nochmal auf der Unterseite ansetzen und dann halt mal sehen, ob er das jetzt hier nach oben durchkriegt oder eben nicht, ne? Das heißt, ob jetzt der Aufsetzer hier auf der Value Area funktioniert, ob wir uns über der Eröffnung halten können, die jetzt hier gerade ist, über den Point of Control und oder ob er nicht doch dann von hier wegkippt. Also ich glaube mal in 10 Sekunden werden wir da halt jetzt ein bisschen was sehen, weil oft ist ja so, dass halt
Das ist jetzt erstmal der erste Timeframe, der hier überhaupt in irgendeiner Form halt jetzt gerade stattfindet, ist der M5. Ja, und von daher ist das jetzt auch mal die erste Tendenz, die wir haben. Ja, das finde ich jetzt völlig in Ordnung. Also nochmal halt hier runter. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte er sich auch hier oben abstützen können. Gut, hat er jetzt halt nicht. Und mal sehen, ob das jetzt da oben durchgeht oder ob wir nicht doch halt hier unten jetzt kurz rausgekickt werden. Dann war es halt mal eine Fehlentscheidung, vielleicht ein bisschen schnell. Aber kann ja trotzdem auch sein. Aber generell, das Einzige, was ich jetzt mache, ist jetzt hier die Tendenz aufgreifen von dem kleinen Timeframe. Also hier, beziehungsweise auch vom H1. Das Einzige, der jetzt hier wirklich so ein bisschen quer schießt, ist der M15. Und der könnte das Ganze natürlich dann halt jetzt auch runterdrücken. Das wäre ein bisschen schade, aber dann ist es halt mal ein Loser in den ersten paar Minuten. Ne? Das weiß ich ja natürlich nicht. Aber generell würde ich halt hier das Low hier unten nicht unbedingt irgendwo ausreizen wollen. Ja, also am liebsten nicht, aber klar, der Markt muss natürlich mitspielen. Und schon nochmal irgendwie gerne eine Etage höher. Und es ist ja nur eine Tendenz. Ne? Das heißt, es ist ja nur irgendwie ein kleiner Versuch, den der Markt hier starten darf. Ob der dann weit kommt oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Wie gesagt, hier oben 634 wäre halt so ein bisschen das Maximum, was im M15 aufgrund der Trendlage halt drin wäre. Und weiter würde ich da gar nicht wollen. Ne? Und ab dort dann gerne nochmal irgendwie in die andere Richtung gucken. Aber na, man sieht ja zumindest mal, also es wird gerade zumindest versucht, die Tendenz hier zu halten und eben nicht da unten nach unten wegzudrehen, heißt aber trotzdem nicht, dass es funktioniert. Ne? Deswegen bitte nicht einfach nachmachen. Kann auch sein, dass der einfach in die Hose geht. Ich bin jetzt hier erstmal nur mit zwei Kontrakten drin. Ein bisschen Luft habe ich dann natürlich auch noch. Und aber er muss es dann natürlich halt auch irgendwie irgendwann mal hinkriegen und irgendwie mal machen. Ne? Weil ansonsten ist das natürlich so ein bisschen doof. So, wie gesagt, hier drunter muss er jetzt nicht unbedingt. Und wenn, dann würde ich da auch erstmal wieder ausskalieren und dann halt in einem zweiten Ansatz dann halt irgendwo gucken. Ich sage ja, das ist halt hier so der EMA 200. Ich konnte von dem noch nie irgendwas ableiten, noch nie eine Tendenz. Rennt halt manchmal durch, manchmal prallt er ab. Gehandelt wird er halt irgendwie immer, aber die Richtung erschließt sich mir irgendwie nie, was das Ding angeht. Also hier dippen wir jetzt nochmal, sieht man, werden jetzt erstmal zumindest mal die Lows hier beachtet an der Stelle. Aber was ich halt eher machen würde, wäre, auch wenn ich jetzt den Stop hier ein bisschen bewege, weil wir haben natürlich hier jetzt auch das VRL. Das heißt, wenn wir durch die Lows durchgehen, würde ich erstmal die Position halbieren und dann halt nochmal gucken, ob ich die nochmal irgendwo eingetütet kriege. Ne? Also ich würde jetzt nicht unbedingt mit den ganzen Positionen da runterlaufen wollen. Sondern wie gesagt, dann erstmal genauer angucken, was da halt bis passiert und im Zweifelsfall dann natürlich auch die ganze Position halt wieder rauswerfen. So, aber momentan, wenn man jetzt hier bei dem M5 mal bleibt, der jetzt irgendwie ja auch gerade da gedreht hat, der könnte jetzt halt hier nochmal eigentlich stressfrei bis da rauflaufen. Der hat nichts anderes gemacht, als einmal kurz unter die hier drunter gedippt. Und wenn es nach mir geht, stehen wir in einer Minute auf einem neuen Tageshoch und gucken es dann eben halt da oben die Seite, die 634, gerne mal an. Würde auch passen, ist natürlich jetzt erstmal viel Theorie, ne, weil noch macht das ja nicht. Würde aber auch passen, dass wir halt, so, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Aber hätte man ein bisschen tiefer ansetzen können, ne? Da war ich ein bisschen schnell da oben, aber wenn man sich da zusammenreißt mit der Skalierung, ist das ja nicht so schlimm. Aber ich hätte den zweiten natürlich ein bisschen tiefer ansetzen können. Achso, was ich sagen wollte, ne, wenn man sich jetzt hier das Trendmaximum, ich hoffe mal, das ist klar, woher das kommt, wenn man sich das mal anguckt im M15, ne, der ist nochmal, nur zum Verständnis, der ist jetzt momentan in meinem Fokus, weil er der Einzige ist, der halt in die Südrichtung zeigt, während halt M5, H1 und auch hier der M1 nach Norden zeigen. Das heißt, der ist momentan so der,
der Quertreiber hier in der ganzen Geschichte. Und die 634, hier oben, nur dass man es versteht, ja, das ist halt hier im Trend, ist halt einfach das letzte korrektive Hoch an der Stelle. Ne? Und deswegen will ich dann mit dem versuchen, bis maximal halt da oben hin zu kommen, beziehungsweise das wäre halt so mein Maximum, wohin es halt noch, das hat jetzt hier auf grün gedreht, wahrscheinlich eine Etage höher drin. Halt hier oben, dann ist es jetzt dann halt in dem Fall der letzte Knick da oben. Warum das jetzt hier umgestellt hat, weiß ich allerdings nicht, aber gut, es passt trotzdem. Weil hier oben würde man halt schon sehen, ob die Geschichte dann halt in welche Richtung das Ganze halt rauslaufen wollte. Weil wenn es natürlich jetzt so ist, hier über die letzten Hochs drüber, dann sind wir jetzt gerade in allen irgendwie auf allen Timeframes auf Long gedreht. Und dann müsste es hier schon so ein bisschen arg mit dem Teufel zugehen, wenn das jetzt halt irgendwie plötzlich dann alles umdreht. Ne? Wobei man natürlich nicht vergessen sollte, dass wir natürlich uns hier erst in den ersten 10 bzw. 15 Minuten von der ganzen Stunde halt bewegen und natürlich die ganzen Timeframes auch unterschiedliche Grenzen haben. Ne? Und ich versuche halt immer so zum Ende des Timeframes dann halt irgendwo oder des nächstgrößeren, das ist eben der M15, dort halt in der Impulsrichtung drin zu sein. Impulsrichtung heißt für mich immer, ne, dass nicht unbedingt der Trend ist, dann halt eher eine kurzfristige Tendenz. Das kann man natürlich sagen, ja, Trend heißt aber doch, Tendenz ist aber doch Trend, ist das Gleiche. Vom Prinzip her ja. Trotzdem ist aber damit nicht unbedingt ein Trend jetzt gemeint im Markt- oder charttechnischen Sinne, ne, sondern einfach nur, das kann ja auch bedeuten, dass halt einfach, dass man halt sieht, dass der Markt in eine gewisse Richtung halt gerade so ein bisschen mehr drückt als die andere. Und in die versuche ich mich dann halt irgendwo dann halt einzuklinken. Aber irgendwie stehen wir hier einfach nur auf der Stelle rum, jetzt seit 10 Minuten, egal wie viel ich versuche zu reden. Wir stehen halt schon wieder an der Eröffnung. Und es wäre dann jetzt langsam auch mal an der Zeit, dass er das Ganze mal in Angriff nimmt und mir hier nicht doch noch um die Ohren fliegt. Weil wir waren ja jetzt hier gerade nochmal irgendwie auf Null, aber da kommt irgendwie nichts hinterher. Ne? Das ist so ein bisschen nervig. Und im H1, wenn wir uns den halt mal angucken, da ist natürlich, der ist hier unten in dem Bild, da wäre natürlich interessant, ganz klar, hier unten, ne? Die 14.529 und tiefer halt. Ne? Und also ungefähr da, wo halt mein Stop ist, jetzt hier, und da habe ich natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel Lust drauf, ne? Verständlich. Das heißt, also diese Lows wären da halt interessant, und das heißt auch nicht, dass wir, wenn wir jetzt dahin laufen, dass wir da unten durchfallen, nur weil wir da halt mal einen Spike machen. Also so ein bisschen undurchsichtig die Geschichte hier, deswegen wäre ich langsam, aber sicher höchst dankbar, wenn der Markt sich mal nach oben bewegt, und dann halt mal da oben durchrennt und dann, dass wir vor allen Dingen da oben dann auch stehen bleiben und nicht irgendwie dann nochmal korrigieren, weil irgendwie haben wir davon jetzt hier mit dem Hin und Her langsam für meine Begriffe genug, finde ich. So. Also was ich vorhin sagen wollte ist, die 6,3 irgendwas, was wir hier im 15 sehen, würde natürlich super passen zum H1 mit dem SMA20. Das zeige ich gleich mal. Man sieht den hier oben schon. Ich kann mal gucken, ob man da auch noch was anderes findet. Und aber wir müssen da irgendwann mal hin, ne? DAX. Also ich habe mich für den DAX eigentlich jetzt vorhin ja auch entschieden, weil halt hier das Bild klarer war. Ich weiß nicht, was der Dow macht. Ich habe den gerade nicht auf dem Schirm. Kann ich gleich mal nochmal gucken. Aber jetzt ist es der DAX, der jetzt hier einfach stehen bleibt. Das muss ja jetzt auch nicht sein, ne? Florian, hast du wieder gemacht? Hast du wieder ganz viele Gegenpositionen eröffnet? Ja, natürlich. Ich handle doch immer gegen gleichzeitig. Ich sehe das schon. Ja, ja. Das ist der FX-Flat-Kontraindikator zum Dirk Hilger. Kontraindikator.
Kann man wahrscheinlich abonnieren, geheim, so hier, ne? Mal genau das Gegenteil machen, dann passt das. Ach Gott, was ist denn das jetzt? Ja, zumindest mal stehen wir halt hier in Grün drin oder in Weiß, wie auch immer, im M15. Das heißt, die ersten 15 Minuten haben jetzt drüber eröffnet. Meinst du hier, der Kollege geht mal aus der VA da oben raus? Das gibt's doch nicht. Jetzt kleben wir hier nur am Pock rum. Ja, geht schon los mit der Stimme hier, ne? Jetzt renn doch mal, Mensch, mal 50 Punkte darauf, das kann ja nicht so schwer sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Und so, für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind und fragen, was ist das denn hier für ein Kram? Oder halt vielleicht auch jemand, der aus dem Future-Bereich kommt. Also ich handle halt hier den CFD, habe aber wie immer den Future dahinter gemappt. Das heißt also, alles Volumen, was man sieht, inklusive Orderbuch, kommt aus dem Future und ist hier auf den CFD-Chart umgerechnet. Ne? So, das heißt also, was ich hier dann auch habe an Value Area und so weiter, das ist also echtes Volumen. Also man sieht es natürlich hier ein bisschen, ja, bisschen besser, wenn man es größer macht. Ne? Also das hat hier einfach nur das Orderbuch jetzt aus dem Future. Da lässt sich jetzt relativ wenig gerade davon ableiten, weil halt alles so ein bisschen ausgeglichen ist. Das heißt also, hier wird also dann irgendeine Market- oder Iceberg-Order dann irgendwo das Rennen machen müssen. Das werden wir hier aber natürlich eher nicht erkennen. Außer der Markt drückt jetzt nach oben durch und es kommt halt eine größere Order hinterhergeschoben, weiß ich aber halt natürlich nicht. Und das wäre natürlich ein schönes Signal oder beziehungsweise eine Geschichte, wo man sich dann halt zumindest mit der Stop-Setzung dann auch besser dran orientieren kann. Ja. Und deswegen habe ich das schon gerne auch immer hier drin, weil rein aus dem Buch hier, finde ich, jetzt lässt sich eigentlich nicht wirklich irgendwas ableiten. Ne? Wir haben halt hier relativ dichtes Volumen, würde ich mal sagen, ne? Weil das ist ja halt alles hier der große F-DAX. Ich habe hier nicht den Mini-DAX dahinter. Und von daher ist das schon jetzt nicht so dünn. Im Gegenteil, eigentlich ist das schon relativ dicht, was man da jetzt halt sieht. Und aber auch trotzdem keinen, der jetzt hier in irgendeiner Form herausragt. Ne? Also das sind halt einfach die ganzen Sell-Kontrakte und hier die ganzen Buy-Kontrakte auf der Seite. Und also nichts, was jetzt irgendwie rausragt, wo man sagt, oh, guck mal, da ist jetzt irgendwie ein größerer am Berg. Alle halten sich irgendwie hier gerade zurück und auf den warte ich halt so ein bisschen. Ne? Und hätte eigentlich schon gedacht, dass der ein bisschen eher kommt. Und am besten gleich mit den ersten 5 Minuten sehen wir eigentlich auch relativ häufig. Und nicht dieses Geschrappel da halt auf der Stelle. Ne? Aber hier sind wir jetzt, sieht man ja hier oben. Ne? Von daher sieht man dann natürlich auch die Genauigkeit. Das sind jetzt genau an der VA, leider auf der falschen Seite, aber von unten haben wir uns jetzt einmal kurz angeguckt. Ne? Hier oben ist die gestrichelte Linie da an der Stelle, die dahinter liegt. Ne? Einmal kurz hier dran gespiked und dann geht es halt leider immer noch nicht drüber. Hätte man natürlich auch rausgehen können. Aber dass die halt kommt, wenn er sich hier über dem Point of Control halt hält, das ist halt eigentlich auch schon recht normal. Und aber wenn der Markt jetzt irgendwie in eine Richtung eingehen will und dann muss er sich aus der VA dann eben rausbewegen, also aus dem 70% Bereich rausbewegen und den dann halt natürlich dann auch verschieben. Das heißt, der Point of Control vor allen Dingen wäre mal der erste, der sich dann nach oben drücken müsste und dann wird es halt auch noch mal irgendwie ein bisschen deutlicher, ne? Aber das hier ist halt alles Mist. Ja. Kann man nicht anders sagen. Jetzt kleben wir schon wieder an der Eröffnung rum. Ne? Und weil da oben halt einfach nichts gekommen ist, werden jetzt wahrscheinlich dann halt hier das VHL auch noch unnötigerweise angucken. Darauf läuft es wohl hinaus. Und damit hoffentlich nicht auch noch den Stop hier unten. Ja, ich mache halt hier mal Folgendes, ich zähle den halt, ich würde mal halt hier so ein Teil-Exit setzen. Also falls wir halt eben auf da unten uns das wirklich angucken sollten, würde ich hier erstmal einen Teil rausgeben und dann halt mal sehen, ob er sich nach unten wirklich durchdrückt. Und dann halt die Position entweder aufgeben oder dann halt nochmal zu dem jetzigen dann halt zusammenbauen. Ja, aber das hier ist natürlich, braucht kein Mensch, ne?
Es braucht leider kein Mensch. Aber es ist halt so ein bisschen Pech dann halt auch, wenn der Markt jetzt, wie jetzt ja gerade schon wieder, ne, einfach nur an der Stelle rumklebt. Ne? Das ist halt so ein bisschen. Naja. Florian, wie hast du es letztens genannt? Du hast ihm doch schon irgendwie einen Namen gegeben, ne? Weil ich hatte ja zweimal hintereinander hier die große A-Karte gezogen. Ja, ich erinnere mich, Aber ja, ich weiß nicht mehr. er war entweder, also das, naja, also es ist ja nicht immer so. Aber manchmal ist es halt wirklich so, dann fühlt man sich irgendwie vom Markt verfolgt und kriegt schon irgendwie eine gewisse Paranoia. Man denkt, das kann doch nicht sein. Entweder bewegt der Markt sich gar nicht, ja, oder komplett asozial gegen einen. Und da kommt man manchmal schon irgendwie, fragt man sich, was ist da, was habe ich denn bitte verbrochen? Ja, also, und hier haben wir eher so, ja, aber das, gut, wie gesagt, die letzten Male war es jetzt nicht, aber ich glaube, Anfang des Jahres, irgendwie im Januar oder so, war das zweimal hintereinander so heftig. Und das war schon so ein bisschen spooky. Und jetzt haben wir halt hier leider gerade wieder einen Markt, der sich überhaupt nicht irgendwie bewegt. Ja, wahrscheinlich musst du ja noch irgendwas Mieses veranstalten. Und bevor es dann mal irgendwie weitergeht. Aber hier ist nichts, ne? Es ist komplett tot. Steht ja teilweise wirklich wieder sekundenlang in der Gegend rum. Ja, ich würde fast wirklich tippen, ne? Dass der halt hier einmal hier die VA jetzt gleich anguckt, dann da unten den Stop rausschmeißt und dann wieder raufrennt. Irgend sowas. Liegt schon irgendwie, kann man schon riechen, ja. Das kann man echt schon so ein bisschen riechen, ne? Das passiert ja auch hier gerade. Ich nehme mal einen hier raus, komm, ich muss das ja nicht abwarten, wenn ich eh schon sehe, was da kommt. So, und dann lieber halt irgendwie tiefer nochmal versuchen, das Ding nochmal einzufangen. Ich würde auch hier oben natürlich wieder reingeben und dann auch gerne noch eine mehr. Und dann halt mal sehen, ob das dann jetzt irgendwie noch gelingt oder eben nicht. So, aber das war jetzt halt so ein bisschen klar. Also wenn ich jetzt irgendwie hier einen Hedge-Modus drin gehabt hätte, wäre ich jetzt hier erstmal kurz short gegangen bis hierhin und dann halt mal sehen, was das überhaupt soll. Beziehungsweise ob er das wirklich jetzt hier ernst meint. Aber ich meine, immer noch ist es ja eben so, dass wir halt hier gerade mal irgendwie 10 Punkte unter der Eröffnung stehen. Das ist ja tote Hose einfach nur, ne? Das ist tote Hose. Das können wir nicht wirklich als Markt bezeichnen. So, hier hätten wir halt auf der, also auch nochmal im 15 geblieben, als Beispiel wären es halt die 515 hier auf der Unterseite, ne? Also das hier so. Einmal kurz unter die VA, da kann man den auch wieder, wie gesagt, keine Empfehlung bitte, ja. Aber irgendwo da unten kann man den dann auch versuchen, wieder reinzugeben und die Position ein bisschen zu skalieren. Aber trotzdem, wenn es natürlich gar nicht macht, sollte man es natürlich halt auch lassen, ne? Das ist ja, denke ich, auch klar. Man muss ja nicht hier irgendwie den Rechthaber-Trade irgendwo machen. So, gucken, was hier unten ist. Den habe ich natürlich jetzt, ne? Hier die zweite Position. Also ganz ehrlich, hätte ich das, also, naja. Denke nicht drüber nach. Weil war ja hier dann auch eben ein paar Punkte im Plus, ne? 5, 6 Punkte im Plus. Aber wenn man redet und irgendwie gleichzeitig handelt, ist es schon mal ein bisschen anstrengend. Man kann natürlich jetzt auch hier versuchen, halt direkt nochmal irgendwo reinzugehen, also direkt hier über den Highs, aber dann braucht er natürlich dann auch so ein bisschen Tempo, aber momentan sieht hier so ziemlich gar nichts nach Tempo aus, sondern nur nach irgendwie, wir stehen mal in der Gegend rum. Ah. So, das heißt, so ein bisschen ein paar Punkte geht es jetzt hier gerade drüber, aber ob der dann jetzt nochmal komplett nach oben zieht, don't know. Wünschen würde ich es mir, aber verdient hätte ich es nach der Geduld jetzt langsam auch eigentlich. Schließlich rede ich hier schon 25 Minuten Monolog, während der Markt so mehr oder weniger überhaupt nichts macht. Und bräuchte halt jetzt hier wirklich eine richtig amtliche Bewegung, die einmal komplett nach oben durchzieht und dann eben auch über
Brock, also hier über dem Orangen und vor allen Dingen auch in der Nähe zumindest von der VA halt da oben stehen bleibt und nicht hier immer nur auf der Stelle rumdaddelt und an jedem kleinen Punkt irgendwie Zähne ausbeißt. Ne? Jetzt sind wir hier wieder an der Öffnung. So, ich habe die Position jetzt mal ein bisschen größer gemacht hier. Also das halt vorher war. Deswegen rutscht jetzt natürlich halt auch mein Break-Even jetzt hier runter. Und ich hoffe, es ist halt nur der Break-Even, der runterrutscht und nicht der ganze Markt. Und dass wir zumindest nochmal bis an die VA kommen und dann halt mal sehen, was das Ganze dann halt werden soll. Ich meine, was mich halt nach wie vor so ein bisschen positiv stimmt, ist eben, dass halt eben der H1 auch eigentlich im Long-Modus unterwegs ist und der ja auch irgendwann mal halt zum Zuge kommen muss, je näher wir halt, beziehungsweise je weiter wir uns in der Stunde halt nach vorne bewegen, also je näher wir eben zu 10 Uhr dann halt auch kommen. Ne? Zumindest steht er jetzt hier wieder rum und drückt zumindest erstmal gerade nicht wieder nach unten. Und mal gucken, ob das jetzt dann endlich was wird. Wenn nicht, und dann würde ich das Ding hier wegwerfen. Aber was mir einfach immer noch fehlt, ist mal so ein richtiger Käufer, den man dann wirklich auch sieht, den man erkennt und der halt mal den Markt wirklich mal ein bisschen deutlicher nach oben drückt und nicht das hier. Wir stehen ja schon wieder nur an der Eröffnung rum. Also hier sieht man es ein bisschen besser, ne? Weil hier ist ja kein Orderbuch, kein Volumen. Hier ist so ein bisschen aufgeräumter im M5. Da ist halt auch die violettfarbene Linie hier vom Stair Trader, die mir die ganzen Daten ja dann auch anzeigt. Ne? So, bitte schiebt doch das Ding mal einer 50 Punkte nach oben. Das kann doch alles nicht wahr sein. So, was habt ihr denn so an Position, nachdem ich hier die ganze Zeit nur geredet habe und dann halt eben vorhin noch gesagt habe, ihr könnt gerne was reinschreiben. Also der Liam fragt halt hier, ja, meinst du, es könnte ein Turnaround Tuesday werden? Also ich bin halt immer so ein bisschen vorsichtig mit meiner Meinung. Ne? Ich sage halt immer so, ach, was interessiert mich meine Meinung? Ne? Also klar, ich meine, wenn wir ihn gehabt haben, dann kann man nachher wieder sagen, ja, wir hatten Turnaround Tuesday. Aber was ich ja im Endeffekt brauche, ist ja halt eine verlässliche Handelsstrategie dazu. Ne? Das heißt also irgendwie so, dass ich im Vorfeld sagen kann, ja, unter den und den Bedingungen, ja, wenn als Beispiel das Bild so oder so aussieht oder wenn das und das passiert ist oder wenn Vollmond war oder was weiß ich, und dann haben wir in der Regel einen Turnaround Tuesday. Das fehlt mir halt. Ne? Also ich habe da einfach nicht so wirklich, also was heißt nicht so wirklich, ich habe da gar keinen Ansatz dazu. Ja. Und von daher, klar, wenn das Ding halt dreht, logisch, klar kann das halt sein. Was halt mir eigentlich, also was das halt aus meiner Sicht, jetzt mal wirklich rein nur von dem Pattern her betrachtet, was so ein bisschen dafür spricht, ist, dass wir halt eben die Bewegung hier ab vom, ist die jetzt eigentlich dann vom Freitag? Ich habe das tatsächlich gar nicht, weiß ich gar nicht. Florian, kannst du das beantworten? Diese letzte Tageskerze. Ist die vom Future gestern? Ist der gestern gelaufen oder ist das der Freitag? Naja, muss ich eben gucken. Ja, Ich war Freitag nicht da, deshalb muss müsste ich schauen. gestern sein. Ja, sieht aus wie gestern. Also gestern, ne? Ja, schreiben hier auch einige. Sorry, ich war gestern wirklich überhaupt nicht am Start. Und von daher konnte ich es jetzt gar nicht halt beantworten. Aber spielt auch jetzt nicht wirklich. Das muss ich aufpassen, was ich sage. Also, weil gestern war halt nur der Future, ne? Gestern war halt keine Kasse da. Wenn das jetzt die Geschichte von gestern ist, ja, das heißt, gestern hat keiner auch nur eine Aktie dann halt hier gekauft. Das ist immer so ein bisschen tricky. Aber generell, wenn man den Umstand jetzt mal außen vor lässt, ja, dann sehen wir halt hier schon im Daily. Ich hoffe, ich bin nicht im Bild, ne? Da sieht man halt hier schon im Daily, dass wir halt höher geschlossen haben und den Tag davor, der halt dann doch relativ deutlich nach oben gedrückt hat, einfach nach oben wieder rausgenommen haben. Ja. Und alles, was wir bisher sehen, ist ja halt einfach nur irgendwie nochmal
An die Eröffnung von gestern laufen wir gerade erst dran. Also, beziehungsweise da waren wir jetzt gerade erst. Das heißt, der Kassamarkt wiederholt eigentlich hier gerade so ein bisschen oder versucht es zumindest, die Bewegung vom Future von gestern halt zu wiederholen, also das gleiche Einstiegslevel irgendwo zu generieren und daran anzuknüpfen. Das würde halt schon dazu passen, ja, dass man halt, dass das halt so ein Turnaround Tuesday halt werden könnte, ne? Weil im Endeffekt, wenn das Ding halt nach oben zieht, dann sehen wir dann im Bild ja wirklich nichts anderes, als dass wir einmal den Future-Markt von der Bewegung her, ja, vom Preislevel her im Kassamarkt wiederholt hätten und dann halt eben nur das, was der Future-Markt gestern gemacht hat, heute dann der Kassamarkt machen würde. Das würde halt für dieses Turnaround-Tuesday-Ding dann halt dafür sprechen. Und also rein vom Bild her, ja, würde dann zu der Begrifflichkeit dann ganz gut dazu passen. Ob das dann jetzt natürlich dann am Ende wirklich so kommt, also das erhöht für meine Begriffe schon so ein bisschen die Chance, sage ich es mal so, ohne mich hier so ein bisschen zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber eigentlich schon, ja. Und das hat dann schon gute Karten, dann nach oben wegzuziehen. Und was ich für relativ wahrscheinlich halte, und ich hoffe eben auch, dass wir das jetzt hier in dem Webinar auch noch hinkriegen, dass wir die Future-Eröffnung von heute, ja, ich mache mal ein bisschen größer, die Future-Eröffnung von heute, die ich mir hier auch einfach einzeichnen lassen kann, sofern ich hier nicht wieder irgendwelchen Klickstress bei mir, ach, an der Kiste habe. Ich weiß nicht, was bei mir manchmal los ist hier auf diesem Ding. Ist auf jeden Fall, das ist halt immer so der Experimente. Computer, da geht irgendwie manchmal gar nichts. Leider Gottes. So, dass wir zumindest mal hier oben, ne, an die Eröffnung ist ja auch wieder genau die 623, die ich da vorhin ja auch schon im M15 ausfindig gemacht habe, dass wir dort zumindest einmal hinlaufen, mal kurz drüber und dann ist mir auch egal, ne? Das heißt, das wäre in dem Bereich dann hier irgendwo hier oben. Und das würde ich mir eigentlich schon. Das wäre natürlich so das Wunschszenario hier für die Eröffnung. Hier oben ist ja dann auch eingezeichnet, ne? Future Open 623, dass wir dort zumindest mal kurz vorbeigucken. So in dieser ersten Stunde jetzt bitte. Ja, und ich bin ja eigentlich auch immer ein Fan von 45-Minuten-Webinaren. Das wird ja jetzt gerade irgendwie schon nichts mehr. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also, ne? Ich sage ja auch immer so, ich mache das Ding dann zu, wenn halt eben nichts mehr zu sagen ist. Aber momentan ist ja hier noch nichts entschieden, ja. Und aber auch dazu würde das halt hier passen. Aber er muss jetzt einfach da oben durch. Ne? Ansonsten ist es vielleicht dann besser zu sagen, ja gut, komm, dann guckt man irgendwie vielleicht eine Stunde später nochmal, wenn halt hier jetzt einfach keiner zu finden ist, von denjenigen, die den Markt letzten Endes bewegen. Und das bin ja leider nicht ich. Oder Gott sei Dank nicht ich, ja, wie man es nimmt. Und da muss jetzt halt einfach was kommen. Ne? Sonst wird das halt hier irgendwie ein sinnloses Unterfangen. Wir kriegen dann halt nochmal ein neues Tief, bis dann halt wirklich der Letzte die Lust verloren hat. Und dann geht es halt nach oben. Aber dass wir halt noch einmal darauf laufen, das halte ich für extrem wahrscheinlich. Ja. Also auf die 623. Und dort, klar, entscheidet sich dann halt vielleicht auch schon gleich der Markt, wie das Ganze hier dann eben ausgehen soll. Aber das hier fängt jetzt an, mir langsam auf den Keks zu gehen. Ne? Dass hier einfach so nur an der Eröffnung rumgeschrabbel und das hat hier einfach nichts irgendwie mal nach oben eine Runde durchballert. Ne? Gestern gab es eine Kasse? Gestern gab es doch keinen Kassamarkt. Gestern war der Feiertag. Oder liege ich da falsch? Oh, der Heiko schreibt das. Okay, dann muss ich das glauben. Also der Safety lief auf jeden Fall. Kasse bei Okay, uns. gestern war Kassamarkt, aber Pfingsten ist doch. Okay. Aber Pfingsten ist doch bundesweiter Feiertag. Ja, das mag sein. Okay. Ja, sorry, mein Fehler. Also ich dachte wirklich, bin nicht davon ausgegangen, dass gestern ein normaler Handelstag war. Ich habe halt gedacht, ja, gestern Feiertag, da ist sowieso keiner da. Ich habe auch keinen Blog geschrieben. Irgendwie guten Gewissens gestern. Und von daher immer Pfingsten so, echt. Ich habe es wahrscheinlich dann jedes Pfingsten, schreibt der Heiko hier gerade, Heiko Behren,
Jedes Pfingsten falsch gemacht. Okay, gut. Sorry. Schlag mich doch hier nicht. So. Ja, gut. Hab's verstanden. I got it. So, next time Pfingsten weiß ich's besser. Aber diesmal Pfingsten kriege ich nicht mehr hin, das noch besser zu wissen. So, was ist jetzt hier? Kriegen wir jetzt hier noch einen? Oder bleiben wir jetzt hier einfach stehen, weil irgendwie der Markt keinen Bock mehr hat? Aber sieht aber eher trotzdem so aus, als hätten die gestern alle irgendwie oder an Pfingsten zu viel gefeiert und sind irgendwie alle zu Hause geblieben und schlafen ihren Rausch aus, als dass halt hier irgendwie irgendwas passiert. Beziehungsweise irgendjemand hier irgendwo Position aufmacht. Ja, schön, ne? 35 Minuten später und wir stehen immer noch an der Eröffnung. Und wir stehen immer noch da. Also wie gesagt, gleich, ne, ist so die Stelle, wo ich keine Lust mehr habe und das Ding hier zumache, wenn der jetzt nicht bald in die Pötte kommt. Kann man gucken. Ja, Gott, ja. So ist das. Da will man nur einen Impuls haben, dann kriegt man nicht mal den. Das ist echt ein bisschen nervig. Was haben wir? 9,36. Der M5 sieht ganz komisch aus. Irgendwie hier oben Haare, da von unten Haare. Im wahrsten Sinne des Wortes einfach nur haarig, das Ding. Ne? So, ich müsste mal den, glaube ich, den Daumer angucken. Vielleicht kriegen wir dort noch irgendwas gezimmert, aber das hier ist jetzt langsam wirklich unfunny. So, kleben wir jetzt wieder an der VRL rum. Und wenn der jetzt hier durchgeht nach unten, das wäre natürlich echt mies, ja. Also jetzt hier den alle kurzfristigen Trends auf den letzten Drücker auflöst. Das kann natürlich passieren, keine Frage. Wäre nicht schön, muss man sich aber trotzdem irgendwie dann auch mal gedanklich damit befassen, dass das halt eben sein kann. Ich nehme mal den einen hier wieder raus. Muss ja nicht alles mit da runterziehen. Und gebe den im Zweifelsfall auch wieder rein. Ah, das hier ist ja wirklich ein Krampf. Ist ja unglaublich. Was macht denn eigentlich der Kollege hier? Der macht auch nichts, steht auch nur auf der Stelle rum. Der steht genauso rum. Ist auch nicht weitergelaufen, sehe ich gerade noch. Nicht so wirklich. Klebt da einfach nur irgendwie doof Rüben. Ja, nicht zu knapp. Ich will hier nicht die ganze Zeit einfach nur Geld wechseln. Ja, es sieht so aus, als müsste ich das wirklich hier bis um 10 Uhr irgendwie durchhalten, die Geschichte. Um dann zu sehen, was es dann letzten Endes geworden ist. Ne? Also rein vom Bild her ist es immer noch okay. Ja, wir machen hier irgendwie keine neuen Lows. Auch hier das letzte kleine Low, was wir halt hier gehabt haben, ist irgendwie soweit auch noch intakt. So, das heißt aber nicht, dass der nicht trotzdem mal kurz darunter kann und dann halt wieder zurücklaufen kann. Und heißt aber auch nicht, dass wir nicht wegkippen können. Ne? Aber irgendwie so wirklich passieren tut ja hier so nichts. Ja. Ich frage mich nur so ein bisschen, wie gesagt, wofür das dann halt gut ist, weil ich glaube nicht, dass der einfach so da unten wegbricht, ja. Unter der Eröffnung von gestern. Und jetzt, wo ich ja halt auch noch weiß, wir hatten gestern halt hier normalen Kassahandel, ergibt es ja irgendwie noch viel weniger Sinn, dass wir das jetzt mal eben so komplett wegbügeln. Vielleicht im Dip, ja, aber halt zum Tagesschluss hin, beziehungsweise als Bewegung, die so im Markt stehen bleibt, da glaube ich irgendwie nicht so dran. Ne? Ist natürlich jetzt doof, weil klar, wenn ich jetzt natürlich hier so eine Tendenz habe, die sich jetzt halt hier in den nächsten Timeframe dann halt reindrückt. Und nachdem es vorher nur auf der Seite gelaufen hat, auf der Seite gelaufen ist,
ist es natürlich ärgerlich, ist natürlich keine Frage, ne? Weil es sah ja irgendwie zwischendurch eigentlich immer ganz okay aus, so als würde halt irgendwie nur so der letzte Kick mal fehlen und da kommt dann einfach nichts, ne? Das ist dann natürlich nicht so schön. Das ist vollkommen klar. Aber das sieht wirklich so aus, als drücken wir uns jetzt hier einmal durch diesen Bereich durch. Könnte passieren. Mal abwarten. Aber das Bild hier im M5, das sieht schon arg merkwürdig aus, finde ich. Das ist jetzt vorne, also im ersten, weil das sieht man ja auch, ne? Das ist auch so ein bisschen gemein. Also wir haben halt hier die ersten 20 Minuten immer nur irgendwie ist nach oben gedrückt worden und dann plötzlich irgendwie, jetzt wird es irgendwie als nächstes nur noch drunter gedrückt. Ja, das hat einfach so ein bisschen anstrengendes Seitwärts, dass sich irgendwie in nichts Vernünftiges auflösen lässt. Und es braucht kein Mensch. Gerade irgendwie, ich versuche mal hier mal nach den DAO irgendwie, muss ich auf dem Handy hier machen, damit ich den halt hier sehe. Und parallel. Ja, der sieht halt leider genauso aus, ne? Auch nicht wesentlich besser. Aber das ist jetzt auch hier. Ja, zu spät. Ich wollte gerade sagen, ich nehme die erstmal weg. Aber gut, jetzt ist es drin. Ist auch schnell wieder raus. Weil das ist hier wirklich so die letzte Chance, die ich dem auch jetzt geben würde, nach oben wegzuziehen. Und wenn er das jetzt nicht macht, und dann muss ich dann einfach mal auch einen Haken dran machen. Müsste jetzt also schon dann auch, genau wie vorhin eben auch, da müsste wirklich mit Nachdruck mal ein Ding jetzt wirklich nach oben mal richtig durchdrücken. Ansonsten wird das nämlich hier irgendwie nichts, ne? Und nicht dieses 3, 4 Punkte rauf und runter. Das kann man natürlich auch sagen, ja, warum handelst du den DAX statt den DAO, sonst doch immer den DAO? Ja, wie gesagt, er hatte halt das klarere Bild und dass der jetzt halt hier das klare Bild in ein Seitwärtsgeschrabbel umwandelt, das hat leider meine Glaskugel so nicht hergegeben. Und von daher habe ich jetzt hier eine leidige DAX-Position am Bein, mit der ich mich jetzt hier dann eben auseinandersetzen muss. Ist halt so. So, jetzt, ne, hier den 5. Aber ich mir den angucke, der ist wirklich schon speziell. Aber alles andere sieht nach wie vor gut aus. Aber ich schlafe hier wirklich gleich ein bei den Bewegungen. Guck auch hier, was? Glatze? Was? Der geht bis 14,6. Was? 14,4, 600, 14.460 runter, schreibt der Konstantin. Ich hoffe es nicht. Ne? Das wäre natürlich. Ja, danke, Heiko. Heiko sagt, ach, das Ding hier hängt echt schief da rum. Ich trinke erstmal einen Kaffee. Ja, so, aber das sieht jetzt besser aus. Ne, auch wenn wir jetzt hier erstmal nur da oben reinstechen, aber das sieht definitiv besser aus. Ne, weil er halt hier eben diese komische Abwärtsbewegung hier jetzt gerade wieder nach oben ausgehebelt hat, weil die sah ja schon so ein bisschen aus wie, wir gehen jetzt auf jeden Fall runter. Wenn die jetzt mal eine Runde gekauft wird, und da wäre ich hier echt schon zufrieden. Aber noch ist es nicht passiert. Aber auch noch nicht passiert. So, komischer deutscher Satz. In einer Minute wissen wir mehr, weil dann ist hier der M5 nämlich fertig. Und dann sehen wir, wohin das Ding laufen will. Weil dann geht es auch zum Ende der Stunde zu. Und dann mal gucken, was das dann halt werden soll. Vielleicht trinken die irgendwie auch seit 55 Minuten Kaffee. Und sagen, na, guck mal, der Hilger hat ein Webinar. Den lassen wir heute mal ein bisschen warten. Mach mal die Position um 9:59 Uhr rein. Ich weiß es nicht. Quatsch, ne? Also für die Neuankömmlinge hier, bitte nicht ernst nehmen, wenn ich sowas sage. Das ist natürlich nicht ernst gemeint. Aber dann eher dahingehend, ja, vielleicht trinkt man da Kaffee und beratschlagt sich noch,
wie man damit umgeht und guckt sich das auch erstmal an und entscheidet auf den letzten Drücker nach irgendwelchen Kriterien. Ja, also das halte ich dann halt schon für machbar. Oder halt eben auch, dass, was weiß ich, wenn irgendwo ein Kauf- oder Verkaufsauftrag in irgendeinem Asset Manager bei irgendeinem Asset Manager auf dem Tisch liegt und der halt irgendwie, der muss ja auch gucken, dass er halt dann seine Position clever unterkriegt, ja. Egal, ob es jetzt halt zum Verkaufen oder Kaufen ist und nicht einfach nur wild da rein. Und jeder hat so seine eigenen Kriterien, wann er was wo macht. Ja. Und von daher kann das schon sein, ja, dass man halt da irgendwie dann sagt, ja, erstmal gucken, was die anderen treiben, ob wir da nicht besser oder schlechter da halt irgendwo in den Markt reinkommen oder aus dem Markt rauskommen, bevor wir da halt eine größere Entscheidung treffen. Von daher kann es natürlich auch sein, dass man dort jetzt erstmal ein bisschen wartet und die neue Kaffeemaschine halt mal richtig testet, bevor man dann halt irgendwie dann halt eine größere Entscheidung trifft. Ja, Webinar-Algorithmen, FFM, ja, das ist gut möglich. Ich weiß nicht, wer ist heute alles am Start. So, wie sieht's aus? Kriegen wir das jetzt? In den nächsten, bitte 5 Minuten. Ich will nämlich hier nicht bis um 10 sitzen müssen und dann halt hier irgendwelchen Monologe aus den Rippen leiern die ganze Zeit, damit ihr nicht einschlaft. Nur um dann halt zu sehen, ob das Ding jetzt dann halt am Ende aufgeht oder nicht. Oh, das ist doch echt, guck mal, jetzt hängt das schon wieder an der Öffnung. Ja, das ist doch echt nicht mehr normal. Das ist doch jetzt langsam echt, das ist doch scheiße, sorry, aber kommt einfach kein einziger Punkt da oben nach, ne? 10 Punkte rauf, 10 Punkte runter, ist irgendwie alles, was hier passiert. Und wieder stehen wir bei Null. Und wieder bei Null. Unfassbar. Tja, was machen wir nun? Wie der Liam sagt, ihr seid geil und bleibst positiv, trotz Minuspunkte. Ja, noch habe ich ja keine Minuspunkte. Ne? Das ist ja noch, ich bin ja noch am Operieren, aber danke für die Blumen auf jeden Fall. So, Florian muss einen Witz erzählen, schreibt der Lutz. So. Und hier der Oliver zum Future gestern, durchschnittliches Volumen. Ja, das ist. Sieht auch irgendwie alles, auch heute, ne, alles andere als dünn eigentlich aus. Ne? Aber vielleicht ist genau das natürlich das Problem, weil dann braucht es halt auch eine richtige Position, ne, um den Markt dann halt zu bewegen. So, und der Horst schreibt zum Future, also Ingolf meinte eben so, Pfingstenbörse immer. Und der Horst schreibt dieses Jahr seit vielen Jahren zum ersten Mal wieder in Frankfurt gehandelt an Pfingsten. Ach, egal. Können wir nachher mal irgendwie, muss ich mir mal genauer angucken, eben auch, was es damit auf sich hat. Aber auf jeden Fall war ich ja ganz klar fehlinformiert. Das steht ja jetzt mal außer Frage. Ja, da war ich wohl im Unrecht. Beziehungsweise. Ich habe es ja nicht wirklich behauptet, aber ich bin wirklich davon ausgegangen, das Ding hat gestern hier in Deutschland zu, aber war nicht. So, irgendjemand eine Position irgendwo auf. Oh, der Dow bewegt sich gerade auch so ein bisschen wieder, sehe ich gerade hier parallel nach oben. Während der DAX sich hier immer nur an meinem Break-Even entlang schleicht. Das ist echt wieder Comedy. Ja, Mann. So, ne? Der drückt sich nach oben weg. Beziehungsweise tut mal gerade so. Und mal gucken, was das hier wird. Also der halt auch, der könnte halt hier auch nur so bis ins Mittelfeld da halt rein. Ne? Also auch bis zum Future Open könnte und krasser Schluss dann halt gestern.
wäre jetzt für den DAO, ne? Also das Stück hier könnte der natürlich auch mal noch dran sitzen und dann kann er sich halt überlegen, was er will. Da wäre dann halt auch wiederum SMA20, würde auch dazu passen und dann halt muss der Markt mal weitersehen, ne? Aber das wäre halt generell schon so auch ein Bild, was ich glaube ich ganz gut finde. Und dann muss er halt mal sehen, ob er wirklich dann noch. Also ich glaube nicht, dass der ohne weiteres nach oben wegzieht, der Dow, ne? Also bis hierhin rauf, nochmal Schwung nehmen und dann nochmal runter, das ja. Aber nach oben weg abhauen, glaube ich nicht so wirklich dran. So, ne? Einmal kurz ganz nahe gekommen an dem Break-Even und dann stehen wir jetzt spannenderweise nach 50 Minuten nach der Öffnung an der Eröffnung und ich kriege hier gleich Nervenzusammenbruch. Live im Webinar. Aber ich halte durch. So, ihr haltet auch durch, wie ich sehe. Und haltet mir hier so ein bisschen Händchen. Heiko, bist du auch noch da? Heiko Behrendt. Oder hast du dich am Kaffee vergriffen, verschluckt? Was? Ich kann hier sowieso nicht. Was? Blick auf Gold? Ja. Nee, ich mache jetzt keinen Blick auf Gold. Ja. Hat der Lutz gerade geschrieben, so, ich sollte einen Blick auf Gold werfen, aber dann müsste ich jetzt hier alles umbauen. Das mache ich jetzt nicht. Also, dafür bin ich immer zu wenig breit aufgestellt, weil ich habe ja immer nur DAX und DAU und sonst handle ich ja nicht wirklich irgendwas. Ne? Und beziehungsweise halt, also zumindest hier in den Webinaren. Und von daher macht es, glaube ich, auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, wenn ich da jetzt halt mal eben zu Gold rüber switche. Oh, ich hätte jetzt irgendwie Lust, den DAU zu handeln, aber da bin ich jetzt ein bisschen spät drin, sehe ich nämlich hier gerade parallel und ich will jetzt hier nicht in den letzten 8 Minuten, die wir hier noch haben in der ersten Stunde, mir noch ein neues Problem ans Bein nageln, muss vielleicht auch nicht sein. Ne? So, aber wir werden doch jetzt wohl, ne? Lieber DAX, wir werden doch jetzt wohl einmal eine Runde nach oben sprinten können. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oder es ist alles nur Big Gefake und um 1 Minute vor 10 klappt der ganze Kram zusammen. Das ist natürlich auch noch ein Szenario, was kommen könnte. Ja, weiß man ja halt logischerweise nie. Nee, aber im DAO halt, ne, ist ja hier, der klebt ja genauso an der VA, ne? Und da wäre halt eben mein Ansatz gewesen, aber wie gesagt, dann. Das muss eigentlich dann aber auch schnell gehen. Und dass wir jetzt da einmal halt nach oben wegrennen und irgendwo hier oben in dem Bereich einfach mal eine Runde reinstechen. Ja. Und der klebt jetzt nicht allen Ernstes schon wieder an der Öffnung. Das ein Elend. Das ist wirklich ein Elend manchmal. Guckt sich das einer an. Das macht doch keinen Spaß. So. Ich nehme den jetzt auch irgendwie hier teilweise dann halt wieder raus und werde mir den dann wohl irgendwie zu 11 Uhr oder irgendwas zurechtbauen müssen. Aber das hier ist halt leider einfach ärgerlich, ne, dass der Markt sich so beknackt hier wirklich verhält und so gar nichts vorwärts geht. Ne. Aber auch das gehört dazu. Ist hier nochmal. Ja, der Norbert. Ha, von wegen, verdiene Geld, geh short. Ja, ich glaube, der Norbert macht einfach mal das nächste Webinar. Ne, Norbert, meinst du? Das ist immer so schön, ne? Also, wenn man halt irgendwie als Webinar teilnimmt, ne? Kann man so richtig klasse. Kann man da eigentlich so reinstänkern? Und während man als Webinar-Host da sitzt
sich um Kopf und Kragen um seine Position, beziehungsweise seine Position da halt verteidigen muss und reden muss. Nein, aber vom Prinzip her ist es so, ja. Aber ich glaube, jeder, der hier schon ein paar Mal dabei war, der weiß ja, dass ich ja eigentlich immer eher so, das Wichtigste für mich ist eigentlich immer, dass der Markt nicht komplett was anderes macht als das, was ich sage. So, ob ich jetzt dann aber die Positionen dabei habe, die ich eigentlich haben wollte, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Ne? Das ist mir gar nicht mal wichtig. Ja? Also, dass dann genau der Trade dann eben auch aufgeht. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass jeder, der zuguckt, also insbesondere von den Anfängern eigentlich, so nachvollziehen kann, okay, das, was der Dirk da sagt, das war schon irgendwie, hat schon Sinn gemacht, ja, so, und nicht irgendwie, dass der Markt was komplett anderes macht. Und das ist eigentlich, finde ich, immer wichtiger, ne? Nicht, ob ich jetzt hier irgendwie 100, 200 € mehr oder weniger da halt in der ersten Stunde mache, sondern eigentlich immer nur so die Nachvollziehbarkeit und nicht eben, dass der Markt, ja, dass man halt einfach auch so sieht, dass der Markt nicht einfach willkürlich in der Gegend rumkaspert, ne? Sondern halt schon so gewissen Kriterien eben folgt. Das ist mir eigentlich wichtiger, ne? Und ich habe schon oft irgendwie auch mal meine eigenen, soll ich sagen, Erklärungen selber verschlafen, ja. Ich habe gesagt, jetzt könnte man jetzt hier und könnte man da. Und danach ist es dann schon so gewesen, ne? In dem Moment, wo ich dann fertig war mit dem Satz, wo ich es erklärt habe. Aber das ist halt generell ja die Herausforderung, wenn man Webinare macht, Livestreams oder was auch immer, ne, dass man halt eben ganz schön viel auf einmal irgendwie auf die Kette kriegen muss. Und da ist man halt eben auch mal ein bisschen langsam. Ja, der Lutz hat hier gerade geschrieben, irgendwie ist da nochmal was rein. Und genau hier die Position, ne, die habe ich jetzt einfach nochmal, also hier diese Teilposition nochmal über das Hoch oben gelegt. Klar wird mein Entry jetzt nicht unbedingt besser, aber ich versuche ja trotzdem noch irgendwo, ne, weil die Idee ist ja noch nicht tot. Es kann ja immer noch irgendwie in 3 Minuten jetzt einmal ganz fürchterlich nach oben ziehen. Und dann wäre es natürlich schade, wenn ich nicht mit den Positionen, mit denen ich ja auch das Risiko dann letzten Endes gebaut habe, wenn ich da nicht äquivalent adäquat dann halt irgendwo mit dabei wäre. Ne? Das versuche ich natürlich jetzt ja hier schon. Und deswegen habe ich die jetzt auch nochmal reingegeben, diese eine von den dreien. Und kann ja immer noch sein. Ne? So, ich würde aber dann halt trotzdem auch umgekehrt, wenn wir jetzt hier oben irgendwie hinlaufen, ne, dann auch am Tageshoch irgendwo dann auch wieder ausskalieren. Keine Ahnung. Also mit einer normalen Bewegung, wenn wir hier einen normalen Markt hätten, mit normalen Bewegungen, dann ist das hier eigentlich eine Affäre von ein paar Sekunden. Ja. Und deswegen lege ich da oben noch schon mal eine Order hin. Vielleicht kriegen wir doch noch einen halbwegs normalen Markt und dann stehen wir auch ganz schnell da oben. Ja. So, 2 Minuten haben wir noch. Da kommt auch meine Putzfrau. Der habe ich nämlich gesagt, soll nicht vor 10 kommen. Nicht, dass die hier dann plötzlich mit dem Staubsauger durchs Bild rennt und mir mein Kabel aus der Wand zieht. Haben wir auch schon alles gehabt. Also, falls gleich klingelt, muss ich kurz mal die Tür aufmachen. War auch ein Grund, eigentlich spätestens in einer Stunde fertig zu sein. Jetzt sind wir hier schon irgendwie 1 Stunde und 15 und es kommt einfach nichts. Ich hoffe, der Markt ist jetzt wirklich noch gnädig innerhalb der letzten 2 Minuten und gibt mir einmal das Bild jetzt, dass ich hier die ganze Zeit irgendwie versuche einzufangen. Das hier ist wirklich gruselig. Oh. So, Uno? Ja, danke Norbert. Krieg hier Beileids, Bestätigungen. Norbert meint gerade, ich bin heute nicht zu beneiden. Ja, sehe ich auch so. Danke. Danke, danke. Aber dafür machen wir das hier auch zusammen, ne, damit ich nicht alleine leiden muss. So, geteiltes Leid ist halbes Leid, oder wie war das, ne? So, aber es sieht leider so aus, als kriegen wir das Ding hier bis 10 Uhr
nicht mehr zu und wir stehen um 10 dann halt auch wieder jede Wette. 10 Sekunden steht er wieder genau an der Öffnung und wir sind genauso weit wie am Anfang. Ich sehe es schon. Das ist. Oh nein, wir schließen 5 Punkte über der Öffnung. Wahnsinn. Das ist doch mal eine Eröffnungsstunde. So, aber leider dann eben auch ein Trade, den ich hier nicht zukriege. Glaube ich nicht. Ich setze mal noch irgendwie 5 Minuten dran, bereite mich ja mal schon mal irgendwie auf das Schlusswort hier vor. Und vielleicht kriegen wir jetzt noch irgendwie einen kleinen Schuss darauf. Und vielleicht auch nicht. Aber ich werde den nicht zumachen. Ne? Also das halte ich jetzt halt dann doch irgendwo für einen Fehler. Also so wie der sich jetzt die ganze Zeit hier oben festklammert, ja. Und wie gesagt, vom Bild her, es ist nichts passiert im Daily, ja. Also wir sind von dem Bild her, würde ich sagen, wir holen hier jetzt irgendwie gerade nur Schwung und ziehen dann halt nochmal über die Eröffnung drüber. Und dann gucken wir uns da oben irgendwo in dem Bereich an, was das werden soll. Da bleibe ich jetzt auch eigentlich erstmal dabei. Ne? Also solange kann jetzt, also erstmal, ne, da liegt die Betonung auch drauf. Ich kann natürlich nicht wissen, ob der Markt nicht doch noch irgendwie zum Tagesende sich das Vortagestief angucken will und da unten dann rumgammelt und wir dort irgendwo stranden. Das weiß ich natürlich nicht. Aber erstmal sieht es für mich jetzt so aus, als ne, einfach nur hier in dem Bereich da, ne, von der Eröffnung gestern, da noch, ist jetzt nochmal geguckt worden, da nehmen wir nochmal Anlauf und da versuchen wir nochmal an gestern anzuknüpfen. Das ist das, was ich hier erstmal wirklich unterschreibe, dass es das Plausibelste ist. Und deswegen lasse ich das jetzt auch, die Idee nicht fallen. Ja. So, und als kurzfristige Tendenz. Was dann heute Nachmittag passiert, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht haben die Amis sind ja schon eher nach unten gerichtet. Das heißt, es könnte schon sein, dass dann heute Nachmittag alles dann doch ganz anders kommt. Aber im DAX ist das jetzt erstmal das Bild und da bleibe ich jetzt auch erstmal dabei. Also zumindest mal irgendwie bis 12 Uhr, vielleicht 2 Uhr. Dann sollte der Drops aber auch gelutscht sein. Das heißt, spätestens dann brauchen wir eine grüne Tageskerze. Und dann auch, wenn man das zum Beispiel jetzt dann halt bis zum Tagesende verfolgen will, um da auch einen Stop vernünftig ziehen zu können. Heißt aber trotzdem nicht, ja, dass wir nicht am Tagesende nochmal komplett wegkippen. Herrgott, jetzt mach doch diese 10 Punkte für mich. Das kann doch nicht wahr sein. Ich drehe hier echt langsam durch. Komm, jetzt mal, guck dir das Ding da an. Irgendwie komm mal, laufen in der Nähe von dem Break-Even und das ist doch ein Witz. Was gibt es ein 2-Stunden-Webinar? Nein, auf keinen Fall. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, gleich hier mit meinem Staubsauger und Putzlappen die Bude beackert, weil meine Putzfrau demnächst dann hier auf der Matte steht. Und geht nicht, ist nicht gut für uns alle. Glaubt mir, das wollen wir nicht. Und weil es ist gerne mal etwas laut. Von daher besser nicht. So. Und wir kriegen jetzt, ja, denken jetzt mal positiv hier, kriegen jetzt einfach diese paar Punkte nach oben innerhalb von den nächsten 1,5 Minuten. Ich habe ja gesagt, ich hänge noch irgendwie, ich mache noch 5 Minuten, hänge ich noch dran, damit wir zumindest die ersten 5 Minuten ja, dann halt haben von der ersten Stunde. Und weil dann hätten wir doch ja zumindest noch eine Chance, den Trade dann auch im Webinar dicht zu machen. Ja, ich habe ja am Anfang, das ist ja das Lustige, ich habe ja gesagt, ich will ja hier irgendwie nur eine kurzfristige kleine Tendenz haben, also für das Webinar selbst und nicht irgendwie eine lange Geschichte. Und guckst du das auf einmal an. Ja. Jetzt haben wir hier irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Punkte wollte ich hier haben. Und ich kriege sie nicht. Ja. Also, weil der Markt sich einfach noch nicht mal das bisschen hier irgendwie bewegt. Ja. Ja, ich habe im DAO, schreibt jetzt hier gerade der Thomas, ja, habe ich jetzt auch irgendwie, der ist gerade hier gefangen worden. Ne? Richtig. So, auch irgendwie Teilposition. Also, wenn man das ganz, ganz einfach nach Trend machen will, ne, geht man hier einfach unter die Lows.
Und ansonsten, wenn es nur irgendwie Tendenz werden soll, hier irgendwo an die Highs und dann halt irgendwie den Trail rein. Ich habe die aber jetzt hier auch nur wirklich ganz, ganz klein. Von daher ist das jetzt nicht irgendwie das Riesending. Aber klar, ne? Vom Prinzip her erstmal das Gleiche. Kurzfrist-Tendenz für ein paar Punkte nach Norden. Und wir sollten auch hier drin sein. Ja? Also ist ja eigentlich, sieht man ja auch, es drückt ja einfach nur nach oben. Ne? Und dann, das sollte man, oder ja, wenn man, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich keine Empfehlung ausspreche, aber wenn man halt irgendwie sich kurzfristig im Markt orientiert, ist es natürlich eigentlich immer sinnvoller, sich an die kurzfristigen Dinger dann auch dann dran zu hängen, statt jetzt irgendwie den riesen Trend zu suchen und mit dem dann halt versuchen, das Ding halt zu reiten, ja. Das ist, auch wenn ich hier ganz am Anfang gesagt habe, der Markt ist eigentlich short und mein Blog steht ja auch, der kann irgendwie, keine Ahnung, 700 Punkte runter und jetzt gehe ich halt hier long. Ja, klar, ne? Klar gehe ich hier long, weil ich habe ja nicht gesagt, dass er das ohne Anlauf machen muss, ja. Sondern der kann ja Anlauf nehmen, das ist ja völlig in Ordnung. So. Und warum nicht irgendwie das Stück, was er dann Anlauf nimmt, dann eben auch hier mal mitgehen, ja. Und muss ja nicht irgendwie auch hier eine Weltreise werden, ne? Sondern kann man ja irgendwie dann auch skypen, ein paar Punkte mitnehmen und dann ist ja gut. Mehr will ich ja hier gar nicht. So, vielleicht kriegen wir jetzt hier irgendwie so einen kleinen Schuss da oben durch. Was haben wir hier? Trailing Stop TA6, 5 Punkte Distanz. Mal gucken, wenn er da hinrennt und dann klemmen wir uns da kurz dran. So, jetzt ist gerade Break-Even gezogen worden. So, ne? Und jetzt hier der R1, deswegen bin ich da relativ knapp dran, der ist im DAO immer ziemlich kritisch, ja. Entweder R1 hier in Kombi mit dem VAH, das könnte wieder anstrengend werden. So, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier dann zumindest im DAO einen einfacheren Trade dann noch am Ende hier dabei, irgendwie 12 Punkte, komm. So, haben wir doch wenigstens einen vernünftigen Abschluss hier. So, den DAX wollte ich gerade sagen, könnte ich jetzt auch verkleinern hier am Break-Even, aber ich war zu langsam. So, das war eigentlich jetzt mein Ansatz. Aber gut, wir machen jetzt hier Feierabend. Ja, der DAX steht hier wieder am Break-Even. Ja, es ist mir nicht vergönnt, wie man sieht, ne, in dem DAX hier auch nur einen Punkt irgendwie in diesem Webinar positiv rauszugehen. Sondern ich muss hier gequält werden. Guckt sich das einer an, auf den Punkt genau, ja, am Break-Even, ja. Aber wir haben dem Ganzen, ja, wie heißt es? Gerade irgendwie, das ist Deutsch gar nicht ein Schnippchen geschlagen. Nee, was schlägt man, wenn man irgendwie einer Falle ausweicht? Ja, fällt mir gar nicht mehr ein. Wie heißt das? Irgendwas. Hilf mir mal, Florian. Was schlägt man? Ich weiß nicht, was du meinst. Also der DAX will mich hier veräppeln, aber ich habe ihm ein geschlagen. Was? Ist egal, gut. Also wir haben 12 Punkte positiv im DAU. Konzentrieren wir uns einfach darauf. Der DAX klemmt fest, ja, und bremst regelmäßig einen Punkt unter meinem Break-Even. Schnäppchen schlagen, ne? Das sage ich doch. Schnippchen. Ja, Haken schlagen, nee, das machen Hasen. Machen Ostern, Schnippchen geschlagen. Ja, finde ich auch, ne? Das ist eigentlich die richtige Begrifflichkeit. Und also ich habe dem DAX ein Schnippchen geschlagen, ja, ich lasse mich nicht veräppeln, indem ich nämlich einfach im DAU mal kurz zwischendurch in einer Minute oder zwei hier mal dann eben dort 12 Punkte mitgenommen habe. Und der DAX kann jetzt noch rumgammeln und dann löse ich das Ding halt, weiß der Geier wann heute irgendwann auf. Aber nicht mehr in diesem Webinar. Trotzdem glaube ich, dass die Erklärungen alle nicht so wahnsinnig falsch waren. Und wir werden dann nachher sehen, wie die ganze Geschichte auflöst. So, das ist auch irgendwie ein gutes Schlusswort, wie ich finde, weil ich mag jetzt auch nicht mehr und sage an der Stelle wirklich mal, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Geduld. Ja, ich werde jetzt hier gleich in die Wand beißen und in die Tischkante nach dem Webinar, nach diesen
nach dieser Bewegungslegasthenik, die mir hier wirklich eine Geduldsprobe beschert hat. Aber gut, so ist es halt manchmal, ne? So, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich aufs nächste Mal. In vermutlich 2 Wochen dürfen wir hier dann wieder sein. Danke auch dir, Florian, für deine Geduld. Ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Hab noch einen schönen Tag, auch wenn heute die Sonne irgendwie nicht scheint, aber heißt ja nichts. Kann ja auch trotzdem irgendwie grinsend durch die Gegend laufen. Und ja, nochmals danke, dass ihr da gewesen seid. Aber das Schlusswort gebührt wie immer dem Florian. Alles klar, ja, danke dir. Super, danke fürs Webinar. Das nächste Mal sehen wir uns nächsten Montag, Stereo-Trader-Helpdesk. Und am besten bestellst du schon mal einen neuen Tisch bis dahin. Ne? Wirst dann wahrscheinlich einen neuen brauchen. Bis dahin, haben Sie einen schönen Tag noch. Lassen Sie sich gut gehen. Ciao, ciao.